Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Howdy ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres jungen, aufstrebenden Medienpodcasts Voll in die Presse. Mein Name ist Ben Cartwright und mit mir im Bus der ebenso junge und aufstrebende Prollo Ferrari. Ja. Und der sehr nett lächelnde Sommer. Was? Ist. Wunderbar, wir sind parat und können loslegen. Leute, habt ihr das gehört? Der Trump hat Corona. Das finde ich ja total... Ironie des Schicksals oder Karma is a bitch, egal wie man es sagen will, aber das war für mich die Meldung der Woche. Ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, habe auch keinen Artikel dazu, aber der Trump hat Corona. Unglaublich. Ja, und das wird übrigens auch gerade diskutiert, Stichwort Karma, ob es okay ist, dass die Leute jetzt so in gewisser Weise Schadenfreude zeigen und auf Karma, Schlechtes oder sonst was verweisen. Auch eine Diskussion, die man im Netz findet. Also ich als jemand, der regelmäßig diese Videos von Leuten guckt, die sich besoffen oder sonst wie wehtun. Also ich habe so eine niedrige, ich habe eine hohe Mitleidsschwelle, aber es ist halt, man soll den Menschen ja nur Gutes wünschen. Ja. Eine hohe Mitleidsschwelle, von sich selber das zu behaupten, das ist nicht schlecht. Das heißt ja, du hast keinen besonders empathisches Mitleidslevel, oder? Das ist das Gleiche, wie wenn du auf so einem Geländer skateboardest und die Eier dabei einhaust. Ja, das war halt so eine Katastrophe mit Ansage. Ja? Die kann ich nicht sehen, die Videos. Ich fühle gerade so ein bisschen mit seinen Kindern mit, muss ich sagen. Mit wessen? Mit Prollos. Ich dachte Trumps Wieso? Kindern. Nein, aber wenn seine Mitleidsschwelle so hoch ist. Ja, das ist ja dann was anderes. Hör auf zu heulen! Wenn du mit dem Dreirad hier rumfällst, ist doch klar, dass du auf die Fresse fällst. Nee, aber ich fand es einfach nur manchmal ist das Leben einfach schreibt die besten Geschichten, wobei ich, misstrauisch wie ich bin, direkt gedacht habe, das ist ein PR-Gag. Corona ist seine größte Flanke, deswegen hat er sich jetzt einmal sozusagen als Corona-krank da gemeldet, um allen zu zeigen, ey, guck mal, ihr 74 Jahre, ich überwinde Corona, ich bin härter als Corona. Und ich habe immer recht gehabt. Und alle 200.000, die gestorben sind, sind alles Weicheier und Immigranten wahrscheinlich und sowieso nicht wert. Also ich habe als erstes gedacht, das ist ein PR-Coup. Der will diese Corona-Flanke im Wahlkampf jetzt noch wegkriegen. Hat aber bisher nicht besonders gut funktioniert. Gestern Abend habe ich gelesen, der Biden hat noch weiter Vorsprung herausgearbeitet durch Corona. Ich wollte gerade sagen, es wird gerade ja eher bezweifelt, dass ihm das hilft. Ne? Das scheint ja eher ihm zu schaden. Ja, aber ich bin bei dem so misstrauisch, ich glaube, der wird auch da raus noch irgendwie Kapital schlagen, wenn das dann übersteht, wovon natürlich ausgehen wollen, außer Prollo. Ich habe ich niemals behauptet. Ich habe lediglich eingewandt, dass man sich dann auch nicht beschweren darf, wenn es soweit kommt. Ja? Das stimmt. Hat jemand was zu trinken mit? Ich habe Durst. Ja. Da kann ich direkt weitermachen. Also ich sage ja, ein junger, aufstrebender Podcast sind wir. So jung und vor allem so aufstrebend, dass wir ja zum einen schon das Ruhrpott-Mädel, die Verena hier hatten, die uns mit Bier aus Bochum versorgt hat, was beim Prollo auch für Heimatgefühle gesorgt hat. Wir hatten die Esther letztes Mal hier, die uns, das hatten wir gar nicht erwähnt in der Folge, in der Lokalpresse vermarktet hat und mindestens 5 neue Abonnenten beschert hat. Das hat gereicht für eine Einladung hier im Bus. Also schönen Gruß auch nochmal an die Esther und an das Ruhrpott-Mädel. Und jetzt, seit neuestem, haben wir auch noch Bierlieferungen bekommen, nämlich aus Nürnberg von der Kati. Die hat unseren Podcast gehört und findet das immer so lustig, was im Übrigen einige Leute schreiben, dass sie das lustig finden, dass wir da immer so Bier trinken und sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist, dass das Lustigste ist in unserem Podcast, aber das ist ihr jedenfalls sozusagen hängen geblieben. Sagte, ich schicke einfach mal ein bisschen Bier an die Jungs. Und da hat sie eigentlich 4 Flaschen geschickt. Eine ist bei der Reise kaputt gegangen oder aufgegangen. Und zwar, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau herkommt, Winklerbräu, Lengenfeld, das Kupferspezial. Da haben wir hier, guckt euch das mal an, 2 Flaschen Kupferspezial, die sind heile geblieben, schöne 0,5er Pötte. Oi, das ist noch diese alte Flaschenform, sehr schön. Genau,
Und dann, das ist wohl wahrscheinlich eher so eine modernere Flaschenform, haben wir noch das Ritterbier, Ritterla, das Helle, unser Helles. Das ist leider kaputt gegangen auf dem Weg. Also eine Flasche. Ritter St. Georgen, Brauerei Nenzlingen. Also es klingt alles sehr fränkisch. Und ich würde sagen, erstmal ganz herzlichen Dank ins Frankenland, liebe Kathi. Das werden wir uns jetzt mal hier öffnen und gerne auch probieren. Und während ihr das tut, ich könnte gleich dazu noch Geschichten erzählen. Bei dem, hier bei dem Winklerbräu, da ist ja ein Einhorn drauf. Ja, ja, das ist der Hammer. Was es gibt. Das ist ein Einhorn? Ja, bei dem Ritter, bei dem Ritter ist zumindest ein Pferd drauf. Turnierritter. Jetzt aber nicht so ein klassisches rosa Regenbogen-Einhorn, sondern ein bisschen stattlicher. Ne? Repräsentatives Einhorn. Repräsentatives Einhorn, ja. Auf dieser schönen alten Flasche. Also da werden ja wirklich Erinnerungen wach. Also das wusste ich gar nicht, dass es diese alten Flaschen, diese Flaschenform noch gibt. Also die erst, also die nicht so schlank ist, sondern die schön bauchig fast oben. Ich wollte gerade sagen, mit alten Flaschen, die nicht mehr so schlank sind, da kann sich das aber identifizieren. Aber das ist natürlich anmaßend, deswegen. Ui, das ist ganz braun. Oh Gott, hoffentlich ist es Prollo, kein Altbier. Du fängst die Sendung gut an. Ja, aber das denk dran, dass der Wagen hier keine Notausgänge hat. Ja, Kindersicherung ist eingeschaltet. Ja, umso besser. So, aber das sieht bräunlich aus. Also es dürfte kein Altbier sein, weil es schön schäumt und alles. Wobei, das tut alles richtig intensiv. Kräftiges Bier. Honignote. Auf jeden Fall, lieben Dank. Also ich nehme das jetzt einfach mal als Zeichen, dass wir es geschafft haben. Eigentlich machen wir den Podcast ja nur, um Bier geschickt zu bekommen und andere Geschenke. Das also, ist eine Idee. Das ist ein sehr guter Start und ich kann das nur unterstützen. Vielleicht sollten wir lieber einen Finanzpodcast machen. Also kriegen wir einen Goldbarren geschickt. Ja, schaut euch die mal an. So, Prost. 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 Wohlsein. Ja. Mhm. Kannst du es noch gar nicht so definieren. Also schmeckt auf jeden Fall deutlich besser als Altbier. Hat nur die dunkle Farbe. Herb, ne? Ja, schon herb, was ich ja mag. Aber gut, ja, herzlichen Dank. Kupfer, man hätte auch drauf kommen können, Kupfer. Steht ja drauf. Kupfer. Ach, deswegen. Ja. Jetzt habe ich hier die... Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gut, Ben. Ja, ja. Apropos lesen, will einer was von seinem Zettel ablesen? Ja, ich kann gern starten. Wir hatten ein ähnliches Thema schon mal, aber trotzdem, also in grauer Vorzeit, als ein gewisser Herr Ballermann hier auch noch im Bus saß. Aber ich dachte, das ist trotzdem ein Thema, das will ich noch mal reinbringen, weil ich es schon echt auch irgendwie ein echtes Ding finde. NTV, 1.10. Und zwar Überschrift Schülerproteste gegen T-Shirt der Schande. Oh. In Genf haben hunderte Schüler gegen sexistische Kleiderordnungen an weiterführenden Schulen protestiert. Und zwar ist Folgendes passiert. Genf, ne, Schweiz, auf der, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Pinchat-Schule, also P-I-N-C-H-A-T, auf der Pinchat-Schule ist es so, dass wer keine angemessene Kleidung, und damit sind dann wahrscheinlich vor allen Dingen Oberteile gemeint, anzieht, also was auch immer unangemessen genau ist, das wird hier nicht beschrieben, der wird gezwungen, ein knielanges T-Shirt mit der Aufschrift "Ich bin angemessen gekleidet" überzuziehen. Einen Tag lang, nehme ich mal an. Also die Dauer wird hier nicht beschrieben, aber einen Schultag lang wahrscheinlich, weil eben nach Ansicht der Schulleitung sie vorher zu freizügig oder vielleicht auch T-Shirts mit zweifelhafter Aufschrift angezogen hatten. Das ist jetzt hier passiert nach den Sommerferien bei 2 Jungs und 10 Mädchen. Deswegen waren bei der Demo auch fast ausschließlich oder ganz überwiegend Mädels, die sich dagegen gewehrt haben. Und eine Mutter hatte das auch in die Presse gebracht, die oder auch ins Rollen gebracht. Die hat sich bei einer Genfer Schulbehörde beschwert und sich auch gegenüber Medien so geäußert, dass sie sagt, dass es Machtmissbrauch, um junge Mädchen zu erniedrigen, zu demütigen und zu stigmatisieren. So, jetzt
bevor ich jetzt hier noch weiter von der Geschichte erzähle, wollte ich einfach mal eure Meinung hören. Es ist jetzt hier natürlich nicht genau beschrieben, was genau ist unangemessen, was genau, wie genau waren die angezogen, aber die werden ja jetzt nicht oben ohne da in die Schule gegangen sein. Jetzt mal einfach so meine Frage an euch. Also so ein T-Shirt überzuziehen, knielang mit so einem Spruch drauf, was haltet ihr denn davon als Erziehungsmaßnahme an so einer Schule? Also ich persönlich finde es jetzt übertrieben. Also ich kann dem eigentlich zustimmen. Die Frage ist viel, viel mehr für mich, ob solche Kleiderordnungen, ob die noch zeitgemäß sind. Also wir hatten das ja schon mit den Jogginghosen in Hannover an der Schule. Und ich erinnere mich auch in Michigan, wo ich zur Highschool gegangen bin ein Jahr lang, da waren nämlich auch alle Röcke verboten, die nicht mindestens übers Knie gingen. Und T-Shirts mit Alkohol, Zigarettenwerbung, Sex und so Gedöns. Also so das typische T-Shirt, was Herr Prollo immer so gerne trägt, wäre da nicht möglich. Da Röcke aber nicht trage so ich aber grundsätzlich knielang. Wie ist denn das bei Schotten? Da fängt das auch, ist knapp, ne? Geht das bis zum Knie? Ja, kommt drauf Kannst an, du dich da als Schotte in Traditionskleidung diskriminiert fühlen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also du meinst als schottischer Schweizer. Ich frage mich jetzt, wo das Sexismus-Argument herkommt. Wird das grundsätzlich nur Mädchen verordnet oder häufiger? Also das ist eine gute Frage. Das ist ein guter Punkt. Die Sache ist wohl die, also hier sind ja tatsächlich wohl auch zwei Jungen betroffen gewesen, dass es aber ganz überwiegend Mädchen betrifft. Wahrscheinlich ist dann, weiß nicht, das Spaghetti-Top oder bauchfrei eben schon gemeint. Und es werden also de facto, denke ich mal, dann wahrscheinlich 90%, sagen wir mal, Mädchen sein, die betroffen sind. Und die Mutter argumentiert ja, die sagt, es geht darum, Mädchen zu erniedrigen und zu demütigen und zu stigmatisieren. Und eines der Mädels, die da betroffen war auch, die hat davon berichtet, dass sie so gezwungen wurde, so ein Shirt überzuziehen. Und sie sei in der Schule vielfach angesprochen worden und gefragt worden, was sie denn darunter trage zum Beispiel. Mhm. Ja. Also aber das ist eigentlich überhaupt, also dieses T-Shirt zu tragen oder tragen zu müssen, das ist ja auch echt gar nicht zeitgemäß, ne? So Leute so an den Pranger zu stellen eigentlich. Genau, das ist, also ganz unabhängig finde ich auch von diesem Sexismus-Argument, das ist einfach, das hat so was Mittelalterliches, ne? Du jagst da irgendwie jemanden durch die Stadt, der irgendwie ein Holzbrett um den Hals hat und dann mit Eiern beworfen werden kann. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ich trage jetzt nicht so oft Nachthemd, aber ich stelle mir vor, so ein knielanges T-Shirt, da kannst du auch nicht besonders gut drin laufen. Also da trippelst du dann da durch die Schule und bist das Gespött aller Mitschüler und ich meine, das macht ja auch was mit den Kindern, ne? Die tragen vielleicht, also nicht jedes Mädchen oder jeder Junge, der sich freizügig anzieht, hat vielleicht das größte Ego, nur weil er sich freizügig anzieht. Im Gegenteil, mag vielleicht sogar das Gegenteil sein und dann stigmatisierst du die so und stellst sie an den Pranger und dann sind die das Gespött, müssen sich da zum Affen machen. Ja, genau. Und tragen dann irgendwelche, werden dann zum Amokläufer. So kommt das dann nämlich. Genau, also ich finde das Ganze, also mindestens demütigend, sehr demütigend. Also dieses T-Shirt, das ist auch abgebildet, das ist ein weißes T-Shirt mit so einem Daumen nach oben drauf, wo dann irgendwie drunter steht, auf Französisch, ich bin angemessen gekleidet oder so, ja. Aber das halt, geht ja noch so als Spruch an sich. Das geht ja noch so als Spruch an sich, aber dann halt so Knie da oder über die Knie. Also du machst dich da schon ziemlich zum Affen. Und da ist es dann auch so, die Beschwerde der Mutter, die wurde dann auch aufgenommen und dann ist es auch immer interessant, was es da so für Titel gibt, so in der Schweiz. Die Erziehungsdirektorin des Kantons, die hat dann gegenüber dem Schweizer Sender RTS eingeräumt, dass die Praxis wohl nicht mehr angemessen sei und überdacht werden müsse. Die Schule wehrt sich und sagt, das ist nicht sexistisch, das gilt für alle Geschlechter. Und außerdem würde man dabei bleiben, dass in der Schule angemessene Kleidung getragen werden müsse. Das kann ja sein, aber also ich meine, das ist wahrscheinlich deren gutes Recht, sowas vorzuschreiben, aber dann halt diese Bestrafungsmethode da anzuwenden. Ja, das ist total daneben. Jetzt ist es wohl so, das hört sich dann schon wieder fast so ein bisschen harmonisch an, dass man
jetzt hingeht und wohl auch unter Beteiligung der Schüler da die Kleiderordnung überarbeitet oder die Regeln überarbeitet. Mhm. Mal sehen, was da rauskommt. Vielleicht wird das auch noch berichtet. Mhm. Aber die T-Shirts. Ja. Ich weiß gar nicht. Also so eine Kleiderordnung, man ist, glaube ich, Kleiderordnung gar nicht selber gewöhnt. Also man würde sich ja, man fände es ja, wenn man das jetzt mal auf das Berufsleben vielleicht überträgt, das ist ja schon ein gutes Laufen im Zweifel alle im Anzug rum. Ja, das ist ja im Grunde schon fast eine Kleiderordnung. Aber ich weiß nicht, man, ich selber trage halt nicht so gerne so uniformähnliche Dinge oder du, weiß ich nicht, so dieses, gibt es ja irgendwie so dieses typische, weiß ich nicht, Fastfood-Ausgabethekenbetreiber Dings mit deinem Namensschild noch dran. Ja, weiß ja. ich nicht, stehe ich nicht so drauf. Und in der Schule, ja, du hast natürlich durch eine feste Kleiderordnung, ich sag mal so eine, oder so eine Schuluniform, hast du natürlich gleiche Regeln für alle. Ja, nur wenn du so anfängst mit einer Kleiderordnung, was geht jetzt, was geht nicht, darf der Rock übers Knie oder unters Knie, was ist mit, ja, ja, mit und, Hosen. Und es wird immer sehr subjektiv sein. Ja. Ne? Genau, das ist das Problem. Also bei einer Schuluniform finde ich es noch einfach. Und ich habe auch immer gedacht, Schuluniform finde ich albern. Aber an und für sich sorgt es für Gleichberechtigung. Es gibt nicht diesen Markenkult und so weiter. Das war bei uns in der Schule total krass, wie Leute dann für, was weiß ich, die falschen Turnschuhe gehänselt wurden. Das ist heute wahrscheinlich auch nicht besser. Und du hast natürlich einen einheitlichen Standard. Daran kann man es festmachen. Ob man das jetzt in der Sache gut findet oder nicht, das ist klar. Aber bei so einem Kodex, was Schüler tragen müssen, dann gibt es immer einen, der das bewerten muss. Ja. Der dann entscheidet, das ist zu knapp oder das ist zu sexistisch oder das ist zu aufreizend oder whatever. Aber apropos Anzüge, wo der Prolo das erwähnt. Schon vor Corona hatte ich gelesen, dass Krawatten immer seltener im Berufsleben zum Anzug getragen werden oder getragen werden müssen, wie auch immer. Und mir fällt jetzt nur, weil es gerade passt, zu dem Thema auch noch ein, dass die Krawattenbranche wohl sehr leidet unter Corona. Tja, ja klar. Warum zu Hause. Wohl, ne? Homeoffice. Aber so aus Seiden kannst du doch auch so schöne Jogginghosen schneidern. Ja, so eine schöne Seidenjogginghose fürs Homeoffice. Ja, das stimmt. Also das haben wir noch gar nicht. Also was für Branchen wahrscheinlich Einbrüche jetzt durch Corona haben, weil wenn du, ich meine, wir alle haben ja auch normalerweise, wenn wir irgendwelche Meetings machen, wahrscheinlich mal einen Anzug und eine Krawatte an, aber alle, wirklich ausnahmslos alle virtuellen Videocam-Meetings, die ich jetzt in den letzten 6 Monaten hatte, da waren die Leute extrem leger gekleidet. Also selbst wenn das ein hochoffizieller Termin war, die waren, also wenn es hochkommt, hatten sie ein Hemd an. Aber garantiert niemand eine Krawatte. Das war wirklich interessant. Tja. Was in dieser Woche auch noch war, war ja 30 Jahre Wiedervereinigung. Und das ist natürlich ein Thema. Mich als Berliner Jung treibt das tierisch um. Stimmt eigentlich nicht, aber kann ich ja mal sagen. Und dann habe ich in dem Fachblatt Bild-Zeitung einen Vergleich gefunden, dass... Die Esther hatte ja gefragt, wie kommen wir auf die Artikel? Ne? Und ich google dann halt immer solche Wörter. Und in dem Fall habe ich wohl krass gegoogelt, weil dann ist die Überschrift, so krass waren die Preisunterschiede. So kommt man da drauf. Westdeutsche konnten sich 7-mal so viel Kaffee leisten. Ja. Und dafür waren die Bananen im Osten günstiger, habe ich gehört. Ja, das glaube ich, das stimmt nicht. Aber was tatsächlich im Osten günstiger, um es mal vorwegzunehmen, war Weißbrot. Also hier wird dann immer verglichen, was konnten sich die Wessis versus Ossis leisten. Und beim Weißbrot ist es so, dass sich die Ostdeutschen 2,6 Mal so viel Weißbrot leisten konnten, wie die Westdeutschen. Milch war mehr oder weniger gleich. Aber dann beim Kaffee, ne, das ist eine Kombination eben aus den Preisen und der Kaufkraft. Also die Ostdeutschen haben ja heute noch, das muss man halt hier auch mal thematisieren, nur 90% der Kaufkraft wie in Deutschland, beziehungsweise die Gehälter sind nur 90% dessen, was man in Westdeutschland verdient, was aber nichts mit Ost-West direkt zu tun hat, sondern das ist hier eine Studie vom Institut für Wirtschaftsforschung, glaube ich heißt das, IW, ein Institut der deutschen Wirtschaft.
Und was hat vor allem damit zu tun, dass in Ostdeutschland viele ländliche Gebiete sind, wo halt nicht so hochzahlende Unternehmen angesiedelt sind. Aber die haben 90% der Kaufkraft des Westniveaus. Dafür sind allerdings die Preise im Durchschnitt 5% niedriger. Also es gleicht sich an. Aber damals war halt der Preisunterschied noch viel krasser. Tja. Und das führt eben dazu, dass ein Pfund Exportkaffee in Ostdeutschland 35 Mark gekostet hat, weil die Kaufkraft damals auch nur 15% des Westniveaus betrug. Also das hat sich tierisch angeglichen. Dafür war Porto, Briefporto, günstiger. Also ein Standardbrief in der DDR, da konnte man 2,7 Mal so viele Briefe verschicken wie in Westdeutschland. Aber sowas wie Glotze, ne? Ein Westdeutscher konnte sich 5 Fernseher kaufen, wenn sich ein Ostdeutscher nur einen kaufen konnte. Gut, gab auch nichts zu gucken. Insofern nicht so schlimm. Ja, so ein Zweitgerät fürs Westfernsehen wäre doch drin, oder? Ja, hat der andere schon 10. Aber gut, aber fand ich ganz interessant. Ja. Also Wiedervereinigung war ja jetzt auch so ein Thema der Woche. Wie habt ihr das eigentlich erlebt? Wiedervereinigung damals, vor 30 Jahren? Dieser Tag da am Brandenburger Tor. Ich glaube, ich habe das, wenn Fernsehen. Ich ganz ehrlich bin, gar nicht erlebt. Also ich wüsste jetzt, also nicht aktiv, meine ich. Ich bin ja auch noch ein bisschen frischer als ihr, wenn ich das mal so sagen darf. Ich war 16 oder vielleicht, nee doch 16 und ich saß im besagten Michigan in Amerika mit dem anderen deutschen Austauschschüler Timo. Schöne Grüße, vielleicht stößt er auch zufällig auf diesen Podcast. Vor CNN am helllichten Nachmittag und das war so völlig out of this world. Also ich habe mich so gar nicht wiedervereint gefühlt. Das war ganz komisch. Also ich weiß nur, dass man vom Fernseher hing und sich da die ganzen Bilder reingezogen hat, war schon was Besonderes. Also war jetzt nicht Business as usual. Ja, was ich euch auch noch zeigen wollte, wir haben ja auch, vielleicht kommst du dazu auch gleich noch, sag mal, wir haben uns ja überlegt in dieser Woche, dass wir auch so eine neue Rubrik, das verbalisierte Video hier einführen werden, nach dem Erfolg mit den Enten. Und das ist durch die Decke gegangen. Das ne? ist durch ja, die Decke ja, gegangen. Und jetzt, also sowas Ähnliches, das ist jetzt hier ein Standbild, aber ich zeige euch das mal und wir beschreiben das den Zuhörern. Könnt ihr das sehen, Hörer? Ja, genau. Hört mal zu, wir zeigen euch das Bild. Da sieht man jetzt auf dem Bild, also von der Bild-Zeitung Bild, eine Truppe Ossis, alle so mit so einem Bürstenschnitt, Fukuhila, die ganzen Einkaufswagen voll haben. Und dann steht da, die laden das alles in so ein ziemlich unförmiges Auto. Das ist ein Wartburg, oder? Nach der Wende, ja, du bist ein Profi, DDR-Bürger beim Einladen von Westwaren aus einem Einkaufswagen in den Kofferraum ihres Wartburgs. Ja, also aber eine sehr präzise Bildunterschrift. Ich kenne mich jetzt mit Ostfabrikaten nicht so aus, aber ich dachte, da fuhr man Trabi und Wartburg klingt jetzt schon so ein bisschen nach Premium-Variante. Wartburg ist ja, glaube ich, der Mercedes gewesen. Ja, ja, da kannst du schön einkaufen, einen ganzen vollen Wagen hier, schön, ja, schön mit Wartburg vor. Nee, ja. Westfalen in Wartburg. Wartburg. Oh, ich glaube, die Quote im Osten geht gerade rapide runter. Ach Quatsch. Wahrscheinlich gibt es demnächst nur noch alte Turnschuhe geschenkt statt Bier. Na, ich muss mich bei dem Thema West-Ost-Ware nur daran erinnern, dass die Titanic damals ein Poster rausgebracht hat, was ich bei mir im Zimmer hängen hatte. Der Gabi. Ich weiß nicht, ob das war das Gabi? Gabi. Gabi, Doppelpunkt, Gabi, meine erste Banane und dann steht dann sie da mit einer Gurke. Mit einer Gurke. Ja. Ah, das ist ein Klassiker. Die Titanic. Ich habe letztens bei Netflix eine sehr coole vierteilige Serie über die Ermordung von dem Chef der Treuhandanstalt. Der wurde ja erschossen in Düsseldorf. Wie hieß der noch? Ja, ja. An das Ereignis erinnere ich mich auch noch. Ja, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das war der ehemalige Hösch-Vorstandsvorsitzende. Den haben sie dann, hat Kohl und Weigel haben den dann zum Chef der quasi größten Finanzholding aller Zeiten gemacht. Die hatten ungefähr 15.000 Unternehmen im Osten, die sie dann quasi abwickeln oder wie auch immer sanieren sollten. Und als ich mir das so anschaute, ich meine, das rechtfertigt nicht, dass der Mann erschossen wird. Das ist ein Skandal für sich, aber das ging einfach verdammt schnell. Also wenn ich jetzt so Ostdeutscher, und ich bin ja in Berlin geboren, ich hätte ja auch auf der anderen Seite der Mauer geboren sein können. Wenn man das so sieht, in welchem Tempo die BRD, die DDR abgewickelt hat, schließlich aller Unternehmen und die einfach platt gemacht hat oder eben verkauft hat, auch an 97% internationale oder westdeutsche Investoren,
klar, dass du dann irgendwie Frust schiebst. Ne? Die sind alle arbeitslos geworden, die wurden halt wegrationalisiert und so weiter, die ganzen Fabriken ab. Das war total krass, das Tempo war einfach viel zu hoch. Der Kohl, der wollte das wahrscheinlich damals durchballern in einem Tempo, damit er sagen kann, hier und ein Jahr später, wie gesagt, dann ja auch schon 1990 Wiedervereinigung. Das hätte ja auch keiner gedacht. Ich meine, wie schnell, das war gerade, war die Mauer ein Jahr vorher gefallen. Und dann hast du schon die Wiedervereinigung und die kriegen alles übergestülpt. Ich kann das irgendwie, nachdem ich diese Doku gesehen habe, ein Stück weit verstehen, warum auch bis heute Ostdeutsche sich da teilweise so, ja, drangsaliert und bevormundet fühlen. Kann ich wirklich verstehen. Ja, das sind halt zwei Dinge. Einerseits ist es natürlich völlig klar, dass wenn du da irgendwie unrentable Betriebe oder Lieferketten hast, dass das so nicht weitergehen kann. Andererseits, dass es halt komplett verschachert wird, ja, an die einschlägigen Kunden. Ja, da wurden Betriebe schon regelrecht ausgeschlachtet. Das muss man sagen. Es gab damals ja auch einen Untersuchungsausschuss, weiß ich noch, Vereinigungskriminalität. Also da sind schon Dinger gelaufen, das sehe ich wie der Ben Cartwright, dass da im Osten Frust entstanden ist. Das kann man absolut verstehen. Ich frage mich, ob das heute tatsächlich noch ein Grund ist für Frust oder ob das heute nicht eher andere Themen sind. Vielleicht sind es andere Themen, aber das steckt ja irgendwo in so einer DNA drin. Du warst ein souveräner Staat, gewinnst sozusagen die Freiheit mit der Maueröffnung. Und was kriegst du dafür? Ein anderer Staat übernimmt dich und stülpt dir komplett 100%, bis auf vielleicht die Ampelmännchen, sein System auf. Das eine ist ja, dass sie ihre Freiheit hatten. Und das ist auch richtig so. Aber vielleicht hätte man auch mehr Souveränität im Osten, was sozusagen die Weichenstellung anbelangt, gewähren sollen. Und nicht einfach sagen, okay, alles, was ihr hattet, war scheiße. Und ihr macht das jetzt so, wie es bei uns gemacht wurde. Und dafür kriegt ihr die blühenden Landschaften. Das war ja auch der Spruch. Ja. Ne? Und natürlich ist das heute vieles angeglichen. Aber die sind ja auch teilweise, stell dir mal vor, du bist 30 Jahre, wächst du in einem System auf und dann wird dir gesagt, das war alles Kacke. Und zwar alles, was ja nicht stimmt. Und du musst das jetzt so machen. Und du bist sozusagen Bürger zweiter Klasse. Also ich kann es, ich wiederhole mich da. Ja. Ich habe das nie so richtig darauf eingelassen oder darüber nachgedacht. Aber ich kann es wirklich nachvollziehen, ob das jetzt zu irgendwelchen Wutbürgern und so weiter geführt hat oder auch berechtigterweise dazu führen hat, das will ich gar nicht sagen. Aber dass da irgendwie so ein kollektiver Ost-West-Frust vorherrscht, habe ich total gecheckt jetzt. Das habe ich jetzt auch gesagt, natürlich, um eine Brücke zu schlagen wieder. Ne? Wir sind ja ein gesamtdeutscher Podcast. Also ja, das auf jeden Fall. Ein Podcast für den deutschsprachigen Raum. Richtig. Kurze Frage. Ja. Wollen wir gerade noch das Ritterbier aufmachen? Ich meine, das ist ja jetzt, das wird ja nicht besser, wenn das jetzt hier so kondensiert. Ihr habt ja auch alle schon die Gläser so schön leer getrunken. Ja, auch unglaublich lecker hier, das Frankenbier. Nur für die Hörer, weil ihr das auch später auf dem Foto sehen werdet, wir haben jetzt nur eine Winklerbräuflasche aufgemacht, weil wir müssen ja auch noch mit dem Auto wegfahren. Und es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns alle zwei Wochen die Kante geben in dem Bus, sondern wir probieren nur. Wie so ein guter Sommelier wird das hier nur verköstigt. Ich habe auch hier diesen Eimer stehen, wo ich das immer reinspucke dann. Ach so. Nach dem Probierschluck. Wusste ich ja gar nicht. So wie so ein schön weiß. Das ist jetzt hier so ein klassisches, heller, goldgelber Geschmack, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das wissen wir ja noch gar nicht. Also auf der Kuh-Urin-Skala auf jeden Fall eine solide 8. Ja, das wäre eine zweite schöne Rubrik. Wir können ja hier die Kuh-Urin-Skala einführen für die Geschmackswerte. So, Prost, Sommer. Prost. Ja, Prost. Prollo. Auf dich, Kati. Seid ihr eigentlich zufrieden mit euch? Generell so. Total. Total. Voll geil, weil ich wieder Pheromone gesoffen habe heute Morgen. Hast du das Wort gemerkt? Hey, cool. Immer zum Frühstück, ne? Ja, genau. Ja. Weiß ja jetzt jeder. Nee, seid ihr zufrieden mit euren Vornamen? Ja. Tja. Also, ich heiße ja eigentlich Benjamin Cartwright. Und das mochte ich eigentlich als Erwachsener nicht mehr und als Kind glaube ich auch nicht. Aber meine Kurzform Ben finde ich ziemlich gut. Ja, und ich bin so stolz auf meinen Vornamen, dass ich den auch hier im Podcast
anonymisiert habe. Ja, wieso? Ich finde. Heißt du gar nicht Prollo? Nee. Ich wollte gerade sagen, Prollo ist doch auch ein. Ich heiße Proletarius. Ist doch ein griechischer Vorname. Proletarius ist mein richtiger Name. Proletarius Ferrarius. Nein, weil es gibt jetzt eine Berichterstattung über Vornamen und über Vornamen, die verdorben sind und wieso das so ist. Verdorben? In ja, welcher Hinsicht? Verdorben. Sexuell? Ja, genau, sexuell anstößige Vornamen. Oh. Nein. Komm her, Bums. Ben, ich weiß. Ficky, Bums, Essen, komm. Ben, ich weiß, das ist dein Fachthema, aber da sind wir jetzt gerade nicht zu Hause. Erstaunlich, ne? Er hat gerade noch erzählt, wie wenig er hier trinkt und dann kommt trotzdem sowas da rum. Also, Kevin, Chantal, Jacqueline sind natürlich Namen, die out sind. Es gibt jetzt eine Berichterstattung, wie gesagt, über Vornamen, die mal in waren und wieder out, dann wieder out. Und auch darüber, wieso das so ist. Und zwar gibt es Statistiken. Da gibt es Statistiken der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Beispiel, die, glaube ich, 90% immerhin der Vornamen der Neugeborenen abdecken. Und dann gibt es auch noch Knut Bielefeld. Knut Bielefeld. Ich dachte, Bielefeld gibt es nicht. Bielefeld gibt es nicht, aber als Nachnamen gibt es das. Knut Bielefeld ist ein Namensexperte, Vornamensexperte, und der hat auch seine eigene Statistik und hat auch einen relativ hohen Anteil an Vornamen, die er abgedeckt hat. Und das hat er, glaube ich, genau, Babygalerien von Krankenhäusern wertet er da so aus und hat immerhin ein Viertel aller Neugeborenen dadurch abgedeckt. So, und jetzt mal meine Frage an euch, bevor ich hier auch mal mit ein paar konkreten Namen um die Ecke komme. Was könnt ihr euch denn vorstellen, wieso ist ein Name im einen Jahr der Hit und dann irgendwie 2-3 Jahre später total out? Ja, selbstverstärkende Prozesse, wenn der Name nach oben kommt auf dem Ranking, denkt man sich vielleicht, ah ja, das Kind kann ich auch Ben nennen. Ben. Ja, aber dann muss er erstmal nach oben kommen. Ja, gute Hollywood. Frage. Hollywood und Charts, würde ich sagen. Prominente. Hollywood und Charts, ja, Prominente. Also, es gibt jetzt hier zwei Sachen, die ich mal kurz darstelle. Einmal, dass, wie es offensichtlich normal läuft. Also es gibt Wellenbewegungen bei diesen Namensrankings. Und es ist wohl tatsächlich so wird zumindest hier eine Sprecherin der Gesellschaft für deutsche Sprache zitiert. Das ist übrigens die Frauke Rüdebusch. Ja. Wie findest du Frauke? Sorry. Du musst dich nicht äußern. Ich kenne sogar eine. Ich möchte den Kommentar verweigern. Frauke ist ein schöner Name. Ist ein schöner Name, gut. Jedenfalls ist es wohl tatsächlich so, dass ein Name, so wird das hier formuliert, zuerst in den oberen Gesellschaftsschichten erkannt wird, dann erstmal selten vergeben wird. Damit erreicht der Name ein gewisses Ansehen, wird dann immer häufiger gewählt von auch niederen Gesellschaftsschichten, sodass dann die oberen Schichten sagen, nö, wollen wir nicht mehr. Und dann ist der Name wieder out und es werden wieder andere Namen in. Also das ist. Aber du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass Jennifer Pathkal und Kevin von den oberen Gesellschaftsschichten ausgewählt wurde, also, damit die niederen Gesellschaftsschichten. Also, vor allem, wenn die ja voll am Arsch standen, dann heißt du Chantal. 5 bis 10 Jahre später heißen die alle Chantal. Chantal. Chantre heißt das auf Französisch. Ja, und Jacqueline finde ich ja noch besser. Aber
Wieso? Also ich kannte zu Abi-Zeiten einen Kevin, da war der Name noch nicht verbrannt. Ich weiß nicht, wie es dann dazu kam. Ich dachte, Kevin kommt von Kevin Costner und nicht, weil irgendwelche oberen Gesellschaftsschichten ihre Kevin von Bülow oder was sowas. Was zitierst du denn da? Was sind denn das für Leute? Also ich meine, wenn die Knut heißen. Du hörst mir. Kommt Knut oder Helmut ohne Hut. Ich wollte gerade sagen. Wenn er was zitiert, ist es im Zweifel immer NTV. Ich wollte gerade sagen, du hörst mir nicht zu, dann habe ich gerade festgestellt, dass du doch zuhörst. Der eine war der Knut Bielefeld, aber das jetzt war tatsächlich die Frauke Rüdebusch. Ein Erklärungsversuch, nennen wir das mal. Ja, ja, weißt du, mit diesen Lorion-Namen, wenn du so schon anfängst, das hast du dir doch ausgedacht. Ja, jetzt, Frau Rüdebusch. Jetzt Frau pass Rüdebusch. Auf. Herr Knutzen. Ja, Herr Bielefeld. Knutzen. Passt mal auf jetzt hier, ihr Scherzkekse. Also, jetzt kommen wir mal zu etwas plausibleren Erklärungsversuchen. Es ist nämlich wohl auch so, dass eben bestimmte gesellschaftliche Ereignisse auch Namen wahrscheinlich auch pushen können, aber auch in Verruf bringen können. Zum Beispiel geht es, und da kommen wir jetzt zu den Namen, Kevin, Chantal, Justin, Mandy, die wirklich in waren, aber nach einer Studie zu Vorurteilen von Grundschullehrern gegenüber bestimmten Vornamen, dann, nachdem die Studie publik geworden ist, plötzlich total abgestürzt sind und verbrannt waren. Erstmal die Namen. Und so solche Ereignisse in dieser Art, die kann man sich in verschiedenen Spielarten denken. Nehmen wir mal die Assistentin von Amazon. Wie die Assistentin von Amazon? Ach so, Alexa. Alexa. Alexa, aber auch ein beliebter Name. Dann kam die Assistentin 2014 auf den Markt und dann ist der Name derart abgestürzt, dass hier laut Knut Bielefeld, der sich übrigens, ich weiß nicht, schreibt sich Knut immer mit D, also Knut mit D, Knut Bielefeld mit D, sagt, er ist kurz davor, gar nicht mehr vergeben zu werden. Ja, das ist halt auch unpraktisch. Jedes Mal, wenn du dein Kind rufst, geht das Gerät an. Du bestellst irgendwas. Alexa, bring mal. Dann kriegst du so eine Lieferung irgendwie mit Pizza oder so. Also der Name Alexa, war... Alexa, kannst du mir mal die Bohrmaschine bringen? Und dann hast du plötzlich, nach einer Woche hast du 20 Stück davon zu Hause rumliegen. Ja, schlimm. Also 2010 war der Name wohl auf der Rangliste der Gesellschaft für deutsche Sprache auf Platz 200 und jetzt ist er irgendwo hinten schon 1000 etwas und das sei schon auffällig. So, und jetzt machen wir hier noch ein kleines Quiz hier draus, eine Expertenfrage draus. Nehmen wir mal einen ganz aktuellen Namen und ihr sagt mir, wie der sich entwickelt, positiv oder negativ. Und zwar ein beliebter Name, Greta. Greta? Greta. So, und was ist das? Greta geht den Berg runter. Greta war ja voll on the rise, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Aber durch die gute Greta Thunberg kommt da wahrscheinlich auch nicht jeder drauf klar, weil man sofort denkt, das ist so ein aufständiges, nörglerisches, kleines Rotzbalg. Also Greta ist die neue Pipi Langstrumpf, ja? Ja, die ist ja cool als Person, aber wahrscheinlich assoziieren die Eltern, wenn sie jetzt ihr Kind Greta nennen, damit irgendwas Revolutionäres und dann denken sie, ja, ich will ja jetzt hier nicht so eine Revolutionäre irgendwie großziehen. Also der Name war sehr beliebt und dann kam Greta Thunberg und 2019 ist der Name dann erstmal stagniert. Dann ist er erstmal verharrt so auf seinem Ranking, auf seinem Platz, den er so hatte. Und jetzt, 2020, scheint er aber steil abzustürzen, sehr steil abzustürzen. Anscheinend ist es so, wie du das geschildert hast, es ist anscheinend so, dass die Leute sie mittlerweile als nervig wahrnehmen. Vielleicht sogar Klimaschützer oder Leute, die durchaus auch sich selbst als umweltfreundlich ansehen, aber einfach diese Person als nervig. Ja, die ist halt auch erachten. So, wir hatten es ja letzte Woche, die ist ja auch so ein Stück weit zu so einem Meme geworden, ne? So how dare you und so weiter. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Bilder im Kopf, wenn du dein Kind jetzt Greta nennst. Und das spricht jetzt gar nicht gegen Greta Thunberg. Vor allem, du kannst halt auch nicht in deinem SUV vorfahren und die Greta zur Schule bringen. Das ist halt ja, inkonsequent. Na, das ist ja jetzt hier mal ein schönes Beispiel. Das ist ja widersprüchlich. Also, ja. Man macht sich halt angreifbar. Ja, gut. Also das Greta, das stürzt jetzt ab. Das wird dann demnächst... Ist sie lieber Ivanka. Ja. Die nächsten Jahre nicht mehr so häufig vergeben.
Jetzt noch ein interessanter Name zum Abschluss des ganzen, der ganzen Berichterstattung. Wie würdet ihr denn eure Kinder, auf euren Sohn, auf gar keinen Fall nennen? Paul. Nein, der schlimmste Vorname, der schlimmste Vorname ever für euch. Der schlimmste Vorname ever. Jetzt so von diesem Verbrannten. Für euren neugeborenen Sohn. Hm. Ah, Kevin. Tja. Oder Justin oder so. Diese ganzen Namen wären für mich niemals in Frage gekommen. Denk mal historisch. Adolf. Ja. Adolf, richtig. Der Adolf, es gibt sogar den Adolf noch. Und zwar 2019, 13 Kinder immerhin haben den Namen Adolf bekommen, aber nur als Folgename, also nicht als ersten Namen. Es ist aber trotzdem Heinrich interessant. Adolf. Ja. Interessant, dass der Name nicht ganz klein zu kriegen ist, aber bei rund 700.000 Neugeborenen pro Jahr ist das dann auch nicht allzu viel, wenn es 13 aber, sind. Aber das ist, ich meine, das ist doch aber auch irgendwie schade für so einen Namen wie Adolf, dass ein so ein Arschloch diesen Namen einfach verbrennt. Ja gut, das sagen jetzt auch alle, die das Kind vor 3 Jahren oder nee, vor, sagen wir mal, vor 8 Jahren noch Donald genannt haben. Gut, der Name ist jetzt an sich jetzt eher Donald war jetzt auch davor schon nicht unbedingt der Supername. Donald Ferrari klingt richtig gut. Donald Schmeck. Donald. Der ewige Verlierer, das ist ja wohl der Donald. Aber naja, ja gut. Donald Duckmeier. So viel zu den Vornamen. Also ich glaube, ihr seid noch ganz gut weggekommen, auch der Prollo. Es geht. Der Prollo hatte nicht so viel Redezeit heute, sonst redet er immer so wahnsinnig viel. Ja, ich rede gerne, aber was zählt denn eigentlich mehr als der Name? Das ist doch der Charakter, oder? Der Charakter. Jetzt kommen wir nicht mit den inneren Werten. Die inneren Werte, es geht, ich habe tatsächlich ein kleines Kleinod mitgebracht zu inneren Werte und Juristerei. Also, Von dir hätte ich das jetzt nicht erwartet. Siehste? Es ist nämlich so, hier der, ihr kennt ja alle den Sherlock Holmes, der tendenziell in der so in der Populärkultur, in Klammern Netflix, eher so als gefühlskaltes Arsch rüberkommt. Das mag letztendlich auch Copyright-Gründe haben und ich will euch das mal erläutern. Es ist nämlich so, dass die Erben von Arthur Conan Doyle, der ja die Sherlock Holmes-Figur und alles, was dazu gehört, erfunden hat, Die verklagen nämlich jetzt gerade Netflix für den wohl noch kommenden Film Enola Holmes, Ich komme ja zu nichts mehr. Ja, jedenfalls die Sache ist die. Die kleine Schwester, ne, von dem, oder? Genau, das Argument ist nämlich, die haben überhaupt gar nicht die Rechte, den Typen zu porträtieren, weil nämlich der sich ja offensichtlich in dieser Serie, wie es hier heißt, so ein bisschen gewandelt hat von dem gefühlskalten Typen hin zu einem mit Wärme und Freundlichkeit, hier steht Kindness, wir übersetzen sie selbst, erfüllten Typen, ja. Und das ist nämlich so, der ACD, wie ich ihn jetzt einfach nenne, also der Doyle, der hat nämlich... Könnte auch Acid heißen. Ja. Na, die gefühlskalte Darstellung, die ist eigentlich in seinem Werk vor 1923 gängig. Und zwischen 1923 und 1927, nachdem sein ältester Sohn und sein Bruder im Krieg gefallen waren, ist er so ein bisschen in die Richtung gegangen, mit den Sherlock mehr so menschlich darzustellen. Mhm. Nur ist die Sache aber die, bis 1923 ist wegen Copyright-Gesetzgebung ist das Werk gemeinfrei, aber der freundliche, sympathische Sherlock, der ist noch kopiergeschützt. Also, auch nur noch 3 Jahre. Na, weiß ich nicht, wie lange das hier zurückgeht, das wird ja nicht erwähnt, aber der Punkt ist, also vor allem auch der Aufhänger dieses Gerichtsverfahren ist einfach, dass alles, was danach kam, nach 1923, ist halt noch unter Copyright und dementsprechend ist dieser Wandel zu dem netten, sympathischen Typen eben rechtlich geschützt und damit ist zu bezahlen. Ja? Also ich hab mal irgendwo aufgenommen, dass 100 Jahre kannst du ein Buch copyrighten. Ich habe das jetzt hier nicht nachgegoogelt. Gut, Mensch, man kann jetzt sagen, warum sind auch sie 97 Jahre betrogen? Ja. das war jedenfalls der Aufhänger dieses Gerichtsurteils. Es gab tatsächlich, diese Doyle-Erben, das scheinen ja richtige Säcke zu sein. Haben die jetzt gewonnen oder verloren? Weil in der Serie wird er ja so ein bisschen
Ja, wahrscheinlich hat man sich mal wieder geeinigt auf irgendeinen Geldbetrag. Ja, am Ende geht es ja oder immer nur um Geld. Oder ist er in der Serie, in dieser Enola, nicht Doyle, sondern Holmes-Serie, menschlich? Das steht ja tatsächlich noch nicht drin. Also der Artikel, den habe ich schon ein bisschen auf Halde, der ist von Ende Juni. Also möglicherweise liegt das Urteil ja schon vor. Aber das war jetzt halt bisher die Argumentation. Es gab tatsächlich 2014, gab es auch in einem Sherlock-Film oder in einem Film, in dem es um Sherlock ging, kam nämlich diese Aussage zustande, dass Alles vor 23 eben in Public Domain ist, was 2014 auf 23 rückzurechnen. Ja, so diese Geschichte, also ich finde diese Argumentation sehr krass, dass man sagt, der Typ hat seine Figur eben innerhalb des Copyright-Zeitraums verändert vom Charakter her und wer den jetzt so darstellen will, der zahlt halt. Ja, also. Aber jeder Mensch hat doch verschiedene Facetten. Das ja, kann, aber das was kann man ist ja, denn der das? Ist ja auch, der ist doch wahrscheinlich auch in der alten Gangart nicht durchweg kühl. Na gut, und also, unmenschlich. Falls du irgendwie da hobbymäßig noch so ein kleines Theaterstückchen schreiben möchtest und Sherlock nicht als Arsch darstellen willst, dann musst du dich da vorher. Dann sind die aber von dieser Fernsehserie auf der sicheren Seite. Richtig. Weil da ist er ja wirklich so, ne? Ja, man kann das Argument jetzt umdrehen und sagen, vielleicht ist er deswegen immer nur so als Arsch dargestellt worden, weil es halt günstiger ist. Ja. Ja. Apropos so. Arsch. Ich habe hier. Der Samanik zustimmt, möchte ich mal hier ins Protokoll diktieren. Ausnahmsweise. Ja. Samanik zustimmt. Samanik zustimmt. Schreib mal auf. Ja. Jetzt verbalisieren wir bald alles. Ich habe ja einen super geilen Artikel gefunden, der ist auch erst von gestern. Und boah, habe ich gedacht. Wenn ich dann ehrlich bin, dann habe ich am Ende gelesen, das möchte ich auch direkt hier mal. Du hast ihn halt gestern ausgedruckt. Nein, er ist von gestern, aber am Ende des Artikels steht dann, das will ich mal direkt vorneweg sagen, weil so viel Zeit muss sein. Dieser Artikel wurde erstmals im Mai 2019 veröffentlicht. Das habe ich aber erst beim Ausdrucken gesehen. Aber gestern hat die Welt online das nochmal veröffentlicht und das ist wahrscheinlich einfach, weil das so geil ist. Die Überschrift lautet: Frauen mit Bier in der Hand werden als sexuell verfügbar wahrgenommen. Was ist da passiert? Also drei Forschungsgruppen haben eine Studie gemacht. Zum einen Forscher des Worcester Polytech Instituts und irgendwas in mir sagt, dass man das Worcester Polytech Institut ausspricht, weiß ich aber nicht. Forscher der University of Nebraska und Forscher der Iowa State University haben eine Studie gemacht mit 398 Probanden, 207 Männer, 191 Frauen. Was haben die gemacht? Die haben den Fotos gezeigt und auf diesen Fotos waren Männer zu sehen oder Frauen zu sehen und entweder hatte der Mann ein und die Frau ein Glas Wasser in der Hand oder eine Flasche Bier. Ja, das war sozusagen das Bild, was sie da aufgenommen haben. Und dann sollten die Frauen die Teilnehmer verschiedene Angaben machen. Zum einen sollten sie angeben, wie betrunken ihnen die angegebene Person vorkam. Auf einer Skala, und die finde ich geil, von 1 bis 7. Ob diese beschwipst, berauscht, betrunken oder zugedröhnt waren. Das ist wahrscheinlich die 7. Also, so. Außerdem sollten die Probanden bewerten, wie menschlich die Männer und Frauen auf sie wirkten und sie beispielsweise mechanisch, wie der alte Sherlock, kalt wie ein Roboter oder ohne Selbstbeherrschung wie ein Tier bezeichnen würden. Ja. Das war wahrscheinlich wieder die 7. So. Das dritte Experiment lasse ich mal aus. Und jetzt ist das Erstaunliche, sowohl Männer als auch Frauen bewerteten die Frauen als eher offen für schnellen Sex, oberflächlicher und dümmer. Ne? Roboter wenn, oder normal? Nein, die Frauen, die ein Bier in der Hand haben. Und bei der Einschätzung von Männern war es völlig egal, ob die Männer auf dem Foto ein Bier in der Hand hatten oder nicht. Beziehungsweise, ich glaube, es geht gar nicht nur um Bier, aber es geht generell um Alkohol. Aber das heißt, wenn Mann Alkohol in der Hand hat, führt das in der öffentlichen Wahrnehmung laut dieser Studie nicht zu irgendeinem anderen Bild, wenn eine Frau Alkohol trinkt oder Alkohol in der Hand hat, nur man sie so sieht, dann
führt das wohl zu der Annahme, dass sie nicht nur dumm ist, sondern auch für schnellen Sex zu haben ist. Tja, deswegen auf Partys, wenn du aufs Klo musst, nie der Partnerin das Bier in die Hand drücken. Vielleicht ist sie in 5 Minuten schon nicht mehr da. Ja. Nein, aber das wird ja in der Studie auch tatsächlich thematisiert, denn das ist ja ein großes Problem. Also zum einen könnte das vor allem Männer dazu animieren, solchen Frauen, die ein Bier in der Hand haben, sexuell aggressiver gegenüberzutreten. Und außerdem könnten Menschen weniger gewillt sein, einer alkoholisierten Frau zu helfen, ne? Weil sie halt weniger menschlich rüberkommt, weil sie halt so, ja, ohne Selbstbeherrschung wie ein Tier. Wie ja? ein besoffen. Da steht eine Frau mit einer Flasche Bier am Straßenrand. Die blutet. Braucht Hilfe. Und der Mann läuft nur weg, weil er da irgendwie so eine Raubkatze sieht. Ja, das ist tatsächlich hier so der Irrglaube wohl. Und das wollte ich auch, weil wir ja auch Verbraucherschutz betreiben, einfach mal gesagt haben, nur weil eine Frau ein Bier trinkt und wir in diesem Podcast begrüßen das sehr, heißt es nicht, dass sie dümmer, sexuell verfügbarer oder oberflächlicher ist. Ja, und vor allem, welche Schlussfolgerung bitte lässt das dann darauf zu, wenn Männer, was ja so ganz gern gemacht wird, einer Frau einen ausgeben und dann ein ja. Bier oder ein Sekt oder was auch immer kaufen? Ja, gut. Was wird damit verbunden? Tja, ich glaube, die Antwort können wir uns jetzt alle selber zusammenreimen. Die ist mir zu brav. Ich will lieber das wilde Tier neben mir an der Theke haben. Ja, oder vielleicht, klar, das ist ja, man will die vielleicht dann auch nur unterbewusst gefügiger machen. Oder zumindest, also das klingt jetzt alles so vielleicht so sehr negativ, aber natürlich will dann vielleicht der Mann die Frau so ein bisschen offener machen in seiner Wahrnehmung, weil er halt denkt, eine Frau, die auch mal einen trinkt, na, wenn die Frau jetzt sagt, nee, ich trinke nur Tee, ist er wahrscheinlich abgeturnt, wenn die sagt, ja komm, ich trinke total gerne Bier. Also ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich find Frauen, die gerne Bier trinken, auch echt attraktiv. Das hat jetzt nichts mit sexueller Verfügbarkeit zu tun, ja. Aber ich finde Frauen, die sagen, ich trinke voll gerne Bier, finde ich, gebe ich offen zu, total attraktiv. Ja, mag sein, aber jetzt stell dir mal vor, das, was hier in dieser Studie steht, das wird so, sage ich mal, allgemein wissen. Dann sagst du demnächst in der Kneipe, darf ich dir ein Bier ausgeben und kriegst erstmal eine Ohrfeige. Ja, ja, kann dir passieren. Wenn die sehe ich so aus, als ob ich mit jedem ins Bett gehe. Ich bin doch kein Tier. Na, trink doch erstmal einen Schluck. Ein unmenschliches Tier. Ohne Selbstbeherrschung. Ja. Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dieser Studie halten soll. Ja, aber gut. Ich fand es wichtig, darauf mal das Licht zu lenken. Doch, das ist auch eine Form von Verbraucherschutz auf jeden Fall. Ja. In dem Zusammenhang muss man auch sagen, und ich mache das auch ganz kurz, weil vielleicht noch jemand anderes, wollen wir übrigens noch was trinken, weil das würde jetzt sehr gut passen. Prollo, pack mal aus, weil ich zeige dir jetzt auch, warum ich da so einen Druck mache. Frauen und auch Männer, die Bier trinken, leben auch gesünder. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, denn und da sind wir wieder tatsächlich, wie geil ist das denn? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Jetzt sind wir wieder bei der Kati in Franken, denn die Webseite, von der ich das habe, heißt infranken.de. Das ist ja unglaublich. Oh, Bier ist gesund, schreiben die da. 6 Gründe, warum Bier trinken gut für uns ist. Und ich mache es jetzt wirklich mal ganz kurz, damit zumindest der Sammer noch seinen Quickie hier loslassen kann. Ja, das muss sein heute. Das muss sein. Erstens, Bier erhöht die Knochendichte. Zweitens, Bier senkt das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Drittens, Bier wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Viertens, das war glaube ich Diabetes, ich muss umblättern, genau, beugt Typ 2 Diabetes vor. Fünftens, Bier kann helfen, Nierensteine auszuspülen. Da muss man dazu sagen, das ist nur, weil man halt mehr pinkeln muss, aber egal. Sechstens, Bier schützt vor Demenz. Ich meine, wenn man zu viel Bier trinkt, hat man nicht unbedingt das Gefühl, wenn man so den Filmriss. Aber grundsätzlich, jetzt nur noch die letzte Frage, eben wieder Verbrauchermagazin. Das sagt ja angemessener Biergebrauch. Was glaubt ihr denn, was ist angemessen? Ich will jetzt gar nicht euch mit Milligramm kommen. Das könnte ich euch verraten. Frauen 10 Milligramm Alkohol, Männer 20, nee, nicht Milligramm, sogar Gramm. Männer 20 Gramm Alkohol. Aber wie viel ist das jetzt in so einer Währung hier wie Flaschenwährung. 20 Gramm bei 4% sind ein Liter? Habe ich? Nee. Halber Liter. Halber. Ja, ich hätte auch halber oder ganzer Liter gedacht. Ja, halber Liter
jeden Tag ist gesünder, angeblich laut diesen, das sind viele verschiedene Studien, die da zusammengefasst sind, ist gesünder als, die haben das verglichen mit Leuten, die 30 Jahre gar keinen Alkohol getrunken haben. Und da waren diejenigen, die regelmäßig ganz gemäßigt Bier getrunken haben, gesünder. Also ich glaube, da gibt es aber so ungefähr 138 Studien, die das Gegenteil behaupten. Es geht aber darum, das muss ein gesunder, du darfst keine Vorerkrankungen haben und so weiter, ne? Also ja. So, aber jetzt lass uns mal was für unsere Gesundheit tun. Ja, das ist jetzt natürlich ein Kontrastprogramm. Also das Bier kann natürlich per Definition jetzt nicht so gut sein wie das persönlich eingeschickte. Wir haben hier einen schönen Störtebeker Brauspezialität. Hanseporter ist die Sorte. Geschmack, Doppelpunkt, karamellig, malzig, also schön ausgefüllt hier. Auf der Rückseite hat sich auch nochmal der PR-Heini richtig, hat er mal richtig Gas gegeben. Mandel, Kaffee und Karamelldüfte. Ich würde sagen, schenk mal ein. Ja, ich schenk dir mal jetzt ganz viel ein. Von Franken, ich glaube, Franken sind immer beleidigt, wenn man sie als Bayern mitbezeichnet. Von Franken in den hohen aber Norden. Beschreib doch mal das Etikett bitte, Ben. Das finde ich ja gar nicht das, so. Das Etikett ist voll geil. Störtebeker, da ist so eine Hansekogge irgendwie drauf mit zwei Ausgucken oben. Weltweit prämierte Braukunst steht da drauf. Und 4,0, ich habe gerade 40% gelesen. Es ist super braun, das ist wie Cola, sieht das aus. Schäumt also zumindest, aber, es ist vor allem zumindest im Supermarktangebot eins der Premium-Supermarktbiere. Ah, da will der sagen, er hat viel Geld für uns ausgegeben. Nee, das glaube ich nicht. Aber lass dir das doch schicken von den Fans. Ja, schick, schick. So, der Sommer kriegt auch noch einen Schluck. Herrlich. Schmeckt nicht das wahr? Wieder. Das steht schon. Aber guck mal, wie viel mir. Schaum hier drin ja, ist. Das riecht so gut. Das habe ich euch gerade den Schaum hier fotografieren. Das ist ein feiner Schaum. Der Schaum ist ein Traum. Ja. Oh. Das wird ja jetzt auch schon langsam dunkel hier. Ja, wir kommen also langsam in den Herbst. Wir haben bald das erste Jahr übrigens voll. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Am 11. Dezember haben wir unsere erste Folge veröffentlicht. Dann nicht gehen schlecht. Wir sozusagen in die zweite Season. Brauchst du was? Ja, eigentlich den Schlüssel, damit wir mal hier Licht anmachen können. Aber der ist. Ja, achso, das ist jetzt hier. Vorne beschlägt es auch schon. Also der Winter kommt, ja. Das lässt sich nicht verleugnen. Ich würde sagen, wir genießen jetzt hier das Hanse-Porter-Bier und der Sammer haut noch ein Quickie raus. Ich hau ein Quickie raus und mach doch einfach hier mit ein Foto. Wieso? Ich habe auch ein Handy. Ja, der Schaum geht gerade ja, seinem ist aber Ende noch gut zu. Genug, oh ja, wow. Das ist halt Qualität, Ben. Hm, hast du wohl recht. Ja, mein China-Kram. So, ein schönes Foto. Mal. Aber du musst dann wenigstens das ja. auch. Du kannst ruhig reden. Ja, ich werde jetzt den Quickie beginnen. Wieder aus ntv.de vom 19. September. Und da muss ich aber einleitend erstmal noch fragen, wann warten ihr das letzte Mal beim Zahnarzt? Oh, vor wenigen Wochen. Scheiße. Da haben wir jemanden ertappt, was? Ja, irgendwann Anfang des Jahres, fürchte ich. Welchen Jahres? Dieses Jahres. Ja, immerhin, du warst dieses Jahr schon. Prost. Prost erstmal, genau. Und trinkt ruhig schon mal die nächste Frage, die sich anschließt. Wie war euer Zahnarztbesuch? So, ist euch irgendwas aufgefallen? Euer Zahnarzt, war der in seinem Stuhl neben euch? Stand der neben euch? War irgendwas Besonderes? Boah, der hat den weißen Kittel an. Maske, das war völlig verrückt. Maske halt. Ja, da habt ihr Glück gehabt, also es hört sich irgendwie... Also ich war nicht in der Corona-Zeit, hat das irgendwas mit Corona zu tun? Nee, aber es hört sich irgendwie bei euch eher jetzt langweilig an. Weniger langweilig ist es nämlich in Alaska zugegangen. Da haben sie jetzt nämlich einen 35-jährigen Zahnarzt zu 12 Jahren Haft verurteilt. Und unter anderem hat er einem Patienten einen Zahn gezogen, während er auf einem Hoverboard balancierte, hat dies auch noch auf Video mitschneiden lassen und das Video dann seinen Freunden geschickt, wie er dann, nachdem er den Zahn gezogen hat, mit den Händen hoch, so jubilierend auf dem Hoverboard noch aus dem Praxisraum rausfliegt. Entschuldige, kurze Frage, steht da, ob der Patient bei Bewusstsein war? Der war wahrscheinlich sediert, das ist nämlich jetzt noch ein weiterer Punkt. Niemand bekommt dafür, dass er auf einem Hoverboard einem Patient einen Zahn zieht, 12 Jahre Haft, auch in den USA nicht.
Aber das war einfach der Aufhänger, weil, also da lohnen sich die Shownotes, da ist ein Videobericht auch eingebettet, wo Könntest du den bitte verbalisieren? Ja, bitte. Verbalisieren. Da ist auch dieses Handyvideo mit eingebaut, ne? Und das sieht echt erstmal eigentlich lustig aus, aber der Typ hat es wohl in sich. Der hat nämlich keinerlei Fachkompetenz, um Patienten zu sedieren. Und hat aber wohl tausende Leute teilweise mit Vollnarkose behandelt. Und das ohne jede Facherfahrung selber in diesem Gebiet zu haben. Es ist wohl so, dass das alles mehr oder weniger zumindest immer gut gegangen ist. Denn er ist nur dafür verurteilt worden, dass er die gefährdet hat, die Menschen. Dass er deren Leben gefährdet hat. Nicht dafür, dass er tatsächlich dann irgendwie dadurch auch jemanden umgebracht hat, was auch hätte passieren können. Das heißt, der ganze Kram ist durch die Hoverboard-Nummer erst rausgekommen. Das ist zumindest, ja. das ist zumindest rausgekommen, auch über die Hoverboard-Nummer. Er hat darüber hinaus auch noch einen Abrechnungsbetrug betrieben, hat wohl Gelder in Millionenhöhe eines staatlichen Gesundheitsfürsorgeprogramms veruntreut. Und der Richter fand das alles irgendwie nicht so lustig. In Deutschland hätte man trotzdem nie im Leben dafür 12 Jahre Knast bekommen. In Alaska schon. Der Richter wird da auch in dem Bericht, der in dem Artikel eingebettet ist, gezeigt. Und also das ist richtig sind richtig Aufnahmen aus dem Prozess. Der fand das überhaupt nicht komisch, der Staatsanwalt auch nicht. Und der Arzt hat wohl letztlich nur noch dazu gesagt, er hätte mehr Disziplin und Konzentration an den Tag legen müssen. Rückblickend kann ich nicht genau sagen, wann ich anfing, vom Kurs abzukommen. Also der hat wohl irgendwie irgendwann mal seine Linie verloren und darf jetzt 12 Jahre lang. Da merkt man, das ist der Unterschied. Nachdenken. Wenn wir in unserem Job vorm Schreibtisch stehen und auf dem Hoverboard balanciert und dabei ein Video ins Netz stellen, interessiert das keine Sau bei so einem Zahnarzt. Bei so einem Zahnarzt schon. Ja, stell dir mal vor, jetzt immer ernsthaft, du hängst in deinem Zahnarztstuhl, guckst so nach rechts und dann schwebt da, du denkst, was wackelt der Typ so und dann schwebt da dein Zahnarzt auf dem Hoverboard. Ja, aber immerhin bist du ja sediert. Kannst du dir ja hinter im Video ansehen. Ja, genau. Hat er den richtigen Zahn denn erwischt? Ja, ein sehr schöner Abschluss-Quickie, mein lieber Sammert, hast du wieder gut gemacht. Das sollten wir auch zu einer festen Rubrik machen, Sammers Quickies. Auf jeden Fall. Und ich fand auch insgesamt die Sendung sehr kurzweilig mit euch. Schön, dass wir das mal wieder hier geschafft haben. Wieder alle 2 Wochen. Und ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Restwoche. Unseren Hörern gute Auswahl bei unseren Geschenken, die ihr uns schickt. Bier wird immer gerne genommen oder eben irgendwie Nashornurin für den Sommer. Und oder meine erste Gurke. Richtig. Ja. Also, gehabt euch wohl und bis bald. Bis Tschüss. Dann. Ciao.